Dieses Gesicht da. So. Ja, und damit sind wir, glaube ich, Vilcabamba. Ja, Vilcabamba. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Part von Let's Play Tomb Raider 1. Ja. Wir sind in Vilcabamba, dort sind wir gerade rein. Nein, Hunde, Wölfe, Hunde, Wölfe, ja, irgendwas so in die Richtung. Ja, da werden wir hier doch direkt von vier Wölfen angegriffen, das ist aber unfair. Das ist richtig unfair, ja? Dass man hier als Dame angegriffen wird von direkt von vier Wölfen. Das geht doch nicht, Leute. Das funktioniert so nicht. So, weiter geht's. Da sind bestimmt noch mehr Wölfe. Ich kenne den Weg auch nicht mehr, ganz ehrlich, ja? Natürlich ist da noch ein Wolf. Denn zu einem Rudel gehören mehrere Wölfe. Wolfenstein. Ja, was ist das hier für ein Gang? Wahrscheinlich gibt es da noch mehr Wölfe, ne? Nein, Fledermäuschen. Oh, das tut mir im Herzen weh, ne? Da passiert nichts. Das ist, glaube ich, nur so ein Durchgang. Wolf, spring mich doch nicht so an. Ja, ich weiß, es tut mir genauso weh wie dir. Aber es musste sein. Wenn du so aggressiv bist mir gegenüber, dann muss ich dich leider ausschalten. Kleiner Wolf. Ich weiß, du wolltest nur in meiner Nähe sein. Ich weiß. Du hast Hunger, ja. Ich meine, hier gibt es ja auch nicht viel zu fressen, ne? In diesen Höhlen, in diesem Dorf, wo einfach nichts ist. Ist da ein Schalter? Ja, Tatsache. Hier gibt es einen Schalter. Okay, die Tür geht auf. Da ist bestimmt ein Gegner drin. Nö. Puh, ich dachte jetzt schon, da wären Gegner drin, aber nein, anscheinend nicht. Ja gut. Gut. Aber auch hier wieder schön zu sehen, ne? Die ganze Grafik hier so, ne? Da hängt ein Fell zum Trocknen. Ne? Ja. Nein, Lara. Nein. Weiter geht das hier, Dorf. Die Antwort auf die Frage, die du mir gerade stellst, ist nein. Ach, ich habe schon wieder so viele Ohrwürmer im Kopf. Also, ich bin ja sowieso nicht so ganz normal, ne? Also, wenn, dann habe ich immer mehrere Ohrwürmer im Kopf, ja, nicht nur einen. Tja, ob das so funktioniert, weiß ich auch nicht. Oh Gott, wie schön. Wie schön. Es ist einfach perfekt. Diese Musik und diese Totenschädel an der Wand. Bin ich ein bisschen morbid? Ich weiß es nicht. Okay. Ja, ich hab's geschafft. Ist das jetzt ein Secret gewesen oder war das einfach nur ein Medipack im Raum? An einer erhöhten Stelle. Passiert irgendwas? Nein! Oh, hier liegt Stroh. Warum hast du eine Maske? ja. Zieh mir den Block jetzt mal raus. Warum liegt hier Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Ja, dann. Mir doch ein. witzig. Witzig, ich bin heute wieder richtig witzig drauf. Ja, komm, Lara. Wir nehmen den kürzesten Weg einmal über den Stein. Ich meine, wir könnten doch auch so rumlaufen, aber warum? Fledermaus. Guck mal. Das sind jetzt auch keine 2D-Objekte mehr. Das sind jetzt richtige 3D-Objekte. Und die Fledermaus ist auch ein 3D-Objekt. Das sind alles nur Objekte. Unsere Lara ist auch nur ein Objekt. Ja, was für eins. Ja, lassen wir das mal. Was haben wir denn hier Schönes? Was haben wir denn hier bekommen? Was? Inventar. Einen goldenen Götzen, den ich nicht benutzen kann, weil ich stehe ja auch nirgendwo an einem Schlüsselloch oder an einem, an einer, Aussparung. Momente, ohne Momente.
Konnte man da nicht irgendwo hoch? Kann ich da nicht hoch? Nein, das ist tatsächlich zu hoch. Aber was sollten wir hier eigentlich tun? Weil tut. Oh, Moment. Da war ich gar nicht drin. Ah, hier ist ja noch ein Schlüssel. Ja gut, wie gut, dass ich nochmal geguckt habe. Ein Skelettschlüssel. Ein Schlüssel und ein Götzen. Ich glaube, da oben kann man auch irgendwie hin. Aber ich glaube, ich bin zu doof dafür. Ich laufe im Kreis. Ich habe ein bisschen was getrunken. Beziehungsweise Lara hat gesoffen. Funktioniert das vielleicht eventuell, wenn ich das einfach mal durchschiebe? Im Block. Aber ich glaube eher nicht, ne? Weil da ist so eine Stufe und ich glaube, nein, nicht. Nicht drauf springen, Lara. Du sollst es weiter reinschieben, sagte sie. Ah, doch. Dann war das doch nicht so dumm, wie ich dachte. Manchmal habe ich doch kluge Ideen. Oh, richtig schön hier. Guckt mal. So richtige 3D-Tontöpfe. Komm her, Schnucki. Ah. Ist aber auch kein Secret. Es ist einfach nur ein ganz normales Fundstück. Und jetzt geht's hier hoch. Oh. Natürlich. Noch mehr Fledermäuse. Habe ich ja vorhin schon gesagt, ich töte euch eigentlich ungerne, aber es muss sein. Denn ich mag ja eigentlich Vampire und Fledermäuse und so, ne? Wo war ich denn? Von da aus kam ich. Oh, ich kann mich daran erinnern, dass da etwas drin war. Etwas Gefährliches. Ja, natürlich! Ja, kommst du raus? Oh! Märchen! Oh. Tja, du wolltest mir auch an den Pelz. Von daher gehe ich dir auch an den Pelz. Dann wollen wir doch erstmal schauen, was hier alles so drin ist. Ah, sieht aus wie ein Stall. Stallungen von damals. Hier wurden also Tiere gehalten, anscheinend. Ja, noch ein Medipack. Die Steine sehen irgendwie so aus, als könnte man die irgendwie reindrücken oder so, ne? Aber es ist tatsächlich nur eine Illusion. Na gut. Dann ist das so. Dann ist hier nichts weiter drin, ne? Nee. Es sieht so aus, als wäre hier nichts weiter drin. Ja gut, dann können wir uns, glaube ich, in den Pool reinstürzen. Die Gänge habe ich alle abgefrühstückt. Außer den da oben. Nee, da oben war ich auch schon, glaube ich, ne? Hier oben auch schon. Ja, da kam ich rein, Tatsache. Tatsache. Gut, ich werde aber jetzt erstmal speichern, weil sonst muss ich das alles wieder... Oh, nee, das war der falsche Knopf. Ja, verpeilt wie eh und je, ne? Wir hüpfen hier ins feuchte Nass. Übrigens hatte ich die moderne Steuerung mal an. Und da war ich auch mit ihr tauchen. Und ja, sie wollte tatsächlich nicht mehr auftauchen. Also ich habe alles versucht. Aber die Steuerung ließ es einfach nicht zu, dass sie wieder auftauchen konnte. Und deswegen habe ich jetzt die alte bewährte Panzersteuerung. Und ich weiß, dass es, glaube ich, hier irgendwo mehrere Gänge gab, wo ich was finden konnte. Deswegen werde ich nochmal zurücktauchen. Ich glaube, da gibt es nämlich noch irgendwie was. Also, wie gesagt, ich kann euch nicht versprechen, dass ich alles finden werde. Die ganzen Secrets und alle Sachen, die man überhaupt finden kann. Weil ich weiß... Ah... Hier ist. Oder kamen wir? Nee, hier kamen wir, glaube ich, rein, ne? Gut, dann tauche ich einfach mal in die andere Richtung. Nach rechts. Genau. Nicht festhängen, Lara. Ich glaube, wir werden gleich drauf gehen. Weil ich hier kein Luftloch finde.
Tatsächlich, oder? Ist hier was am Auftauchen? Tauch hoch. Wir brauchen Luft, Luft und Luft. Oh Gott. Erstmal Luft holen hier. Erstmal Luft holen und zwischenspeichern. Nein, ich drücke irgendwie heute die ganze Zeit den falschen Knopf dafür. Das ist natürlich nicht gut, ne? Erstmal speichern. Speichern, speichern, speichern. Moment, geht hier die Tür zu, wenn ich hier aussteige? Nein, es ist ein Secret. Ja, geilo. Geilo, es ist ein Secret. La 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 la. Es ist gut. Ah, und hier können wir einen Schalter betätigen. Damit geht aber wahrscheinlich nur die Tür auf, ne? Damit geht nur die Tür auf. Jupp, damit geht nur die Tür auf. Aber ich glaube, hier unten gibt es noch was. Weil es wäre nicht Tomb Raider, wenn es hier nicht noch irgendetwas geben würde. Da sehe ich nichts. Oh, da könnte man auftauchen. Eventuell kann man hier auftauchen. Das sieht so. Nee, kann man nicht. Gut. Falls ich hier unten drauf gehe, weil sie keine Luft hat oder so. Habe ich ja gespeichert. Gab es hier nicht noch irgendwas? Ach komm schon, Spiel. Ich weiß, hier war irgendwo noch ein Schalter oder so. Oder sind das falsche Erinnerungen von mir? Es kann aber auch sein, dass ich ein bisschen verwirrt bin. Durch die Videos, die ich schon geschaut habe und dadurch denke, dass es wahrscheinlich, dass es meine Erinnerungen waren, aber dabei, ja, obwohl es sind ja theoretisch Erinnerungen, ja, wenn man sich was angeguckt hat und so und sich was gemerkt hat. Nein, jetzt habe ich wieder die Tür zugemacht, oder? Ja. Oh nein! Jetzt werden wir sterben. Egal, ich habe ja gespeichert. Das seht ihr. Die Lara. Nein, wir sind gestorben. Tut mir leid. Ja, da muss ich direkt mal einen Schluck Kaffee nehmen. So. Ih, der ist schon kalt. Naja. Hä? Ah ja, stimmt. Ich habe ja geladen. Ich habe ja geladen. Stimmt ja. Ich dachte ja selber, warum? Schon wieder Secret? Da war ich doch schon mal. Nein, ich habe geladen. Also liegt es auch wieder da. Gut, weiter geht es. Wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich hin, Freunde der Nacht? Wo ist der Weg? Da war ich tatsächlich noch gar nicht. Oder doch? War ich hier schon mal? Ja, doch, ich habe ja geladen. Och, Mann. Mein Gedächtnis ist auch nicht mehr das Beste. Ah, hierhin. Okay, den Schlüssel haben wir. Da geht es weiter. Das ist auch so das Gute an Tomb Raider, ne? Man geht irgendwie instinktiv den richtigen Weg. Also man weiß immer, also man wird immer in die richtige Richtung eigentlich geführt. Oh, da sind noch mehr. Da schläft einer noch. Oder auch. Nein, 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 nein. Oh, noch einer. Ganze Familie hier. Ein ganzes Rudel. Konnte man nicht irgendwie auch da oben drauf kommen? Also da oben hin? I don't know. Ich werde jetzt einfach mal hier hochgehen. Gucken, was passiert. Ich sollte auch wirklich mal zwischenzeitlich öfter speichern. Okay, ein Wasserbecken. Okay. Na, ich hab's heute. Ja, und man muss hier auch echt aufpassen, dass man nicht hier aus Versehen aufs Spielladen kommt. So, es ist ein See. Liegt hier unten irgendwas Schönes? Nö. Umsonst reingesprungen. Naja, so ein kleines Bad zwischendurch. Erfüllt ja auch mal seinen Zweck. Ich liebe diese Musik. Es ist einfach super schön. Es ist einfach traumhaft.
Moment, da war was. Ja. Da ist etwas. Wo kommen wir da hin? Aber nicht von dort aus, ne? Oh, eine Fledermaus. Ich hoffe, wir kommen da noch hin. Aber anscheinend schon, weil der Weg sieht so aus, als würde er uns dorthin führen. Oder? Ja, und die Fledermaus, ich habe die schon gesehen. Cheetah an der Wand, ich habe dich längst erkannt. Oh, es ist... Ah, nein! So schnell, Lara. So schnell. Oh, es ist einfach so schön, diese Musik. Es ist einfach... Ich liebe es. Nein, nicht umdrehen. Ja, die Steuerung ist ein bisschen cheesy, würde ich mal sagen. It's cheesy. Cheesy. Noch ein Medipack. Thank you very much. Ich sollte auch mal eins verwenden, ne? Immerhin hat sie ja schon ein rechtes Leben verloren. Ah, die rechte Tür ist auf. Gefährliche Musik. Aha, ich wusste doch, dass man da irgendwie drauf kam. Aber wir kommen von dort aus nicht da drüben hin, ne? Nein. Das ist viel zu weit. Das wird wohl nicht funktionieren. Aber die Schrotmuni nehmen wir natürlich mit, auch wenn wir das Schrotgewehr noch nicht haben. Aber da liegt noch etwas. Schaut es euch an. Noch ein Medipack. Gut. Tauchen hier jetzt wieder neue Leute auf, also neue Gegner? Ich glaube nicht, ne? So, jetzt müssen wir, glaube ich, in den Gang rein, so wie ich das gesehen habe. In den rechten Gang. Aha, noch ein Wasserbecken. Aber es sieht nicht so aus, als wäre da irgendwie was drin, als würde da was drin liegen, oder? Als gäbe es dort einen Geheimgang. Ah ja, okay. Erstmal die Lage checken. Mhm, mhm. Oh. Gab es schon immer so ein Loch da oben? Nee. Tatsache nicht. Hm. Interessant, interessant. Das liegt nicht an mir. Leute, das liegt nicht an mir. Das ist diese... Also nicht. Eins, zwei, drei. Dumm-diddle-dö-fiddle-dai. Aha. Ah ja. Unten jetzt natürlich von dort aus. Und dann da oben. Erstmal die Lage checken, weil es könnte sein, dass da auch wieder was liegt. Nein. Ja. Lass ich mal gucken. Okay, von dort aus. Von da. Würde sie den Sprung schaffen von da darüber? Ich denke schon, ne? Oder? Da oben ist ja nichts Besonderes, ne? Die Plattform können wir eigentlich relativ auslassen. Ja, das können wir alles auslassen. Das können wir... Nein! Das ist natürlich... Hey. Oh. Ich glaube, das lag an der Fail-Kamera-Positionierung. Ja, super. Das war super. Dann springst du jetzt mal bitte hier drin. Nein, nicht zur Seite, nach geradeaus. Warum springst du direkt zurück? Ich wollte mich eigentlich nur drehen, Lara. Aber diese Steuerungsprobleme gab es eigentlich schon immer. Schon von jeher. Ich glaube, sie ist tatsächlich besser steuerbar über Tastatur. Aber das wollte ich mir jetzt nicht geben. Obwohl ich ja eigentlich mehr Tastaturspielerin bin. Nein! Warum springst du? Ich wollte mich nur drehen. Fräulein.
Ja, ich reg mich nicht auf. Ich reg mich nicht auf. Ich bin die Ruhe selbst. Mein inneres Mantra. Habt ihr das gesehen? Die wollte sich doch... Ich will mich nur drehen. Ich will nicht laufen, Lara. So. Aber ich muss echt vorsichtig sein. Vielleicht steuere ich sie jetzt doch eher mit dem Kreuz. Anstatt mit dem Stick. Weil das ist echt doof. Und ich sollte mal wieder zwischenspeichern. Da ist nichts. Das... Hier ist auch nichts. Hier passiert nichts. Hier ist nur ein Schalter. Nee, wir waren hier nicht so. Wir waren hier nicht so. Wir waren hier nicht schon mal, sondern die andere Seite sieht genauso aus. Also der andere Raum, wo wir schon drin waren, der sah so ähnlich aus. Aber ich werde hier nochmal speichern. Denn sicher ist sicher. So, jetzt sind wir wieder hier. Wir kamen nur vorhin. Von der anderen Seite. Und da hinten. Da liegt auch noch die tote Fledermaus. Und dann können wir jetzt ganz gemütlich durch die Mitte gehen. Genau, durch die mittlere Tür. Oh, das sieht nach Falle aus. Ja. Natürlich werde ich jetzt auch nochmal speichern. Weil sicher ist sicher. Weil sicher sicher ist, ne? Du verstehst. Nah können daran. Okay, super. Aber da liegt bestimmt irgendwas in den Ecken, oder? In den Ecken kann sich viel verstecken. Okay, das haben wir auch gemeistert. Sehr elegant mit einer Rolle. Und das haben wir jetzt auch elegant gelöst. Das sieht irgendwie... Warum sind die andersfarben? Ist das jetzt wegen den Lichtverhältnissen so? Oder ist das... Speichern, weil es könnte sein, dass das auch wieder so Fake-Bodenplatten sind, die tatsächlich durchbrechen. Aber eigentlich müsste man die besser nur erkennen. Nee, doch nicht. Es ist anscheinend nur eine Sache der Lichtverhältnisse. Oh, ein Bärchen. Nein, ich kann dich leider nicht durch das Gatter hier erschießen. Sowas aber auch. Oh. Ach, irgendwie süß. Die sind schon süß gemacht. Ja, ich komm doch gleich. Ja, Feini. Feines Bärchen. Ja. Ja, ach Gott, du bist doch ein Lieber. Du bist eigentlich tief in dir drin, bist du ein ganz Lieber. Du, manche können das halt eben nicht so zeigen. Erstmal auftauchen hier wieder. Ich will nicht einfach hier so ins Wasser geschmissen werden, ins kalte Wasser. Das habe ich schon sehr oft. Ja, durch meine Arbeit. Da wird man auch immer ins kalte Wasser geschmissen. Und dann muss man erstmal mit der Situation zurechtkommen, dieses Gesicht da. So. Tauchen. Riecht hier irgendwas? Kann man da irgendwie auch hochtauchen? Nein, okay. Gibt es hier irgendwo einen Hebel? Einen Hebel? Das sieht so nach Hebel aus. Es ist aber tatsächlich kein Hebel. Gut, dann wieder hoch. Okay, hier war das Bärchen. Bär? Ah, da bist du. Wie du da so hertrabst. Das ist voll süß irgendwie. So. Ja. Ich trabe hierher, denn ich bin ein Bär. Oh. Gut, das ist jetzt nicht die beste Lösung. Oh, da ist noch ein Gang. Wir kamen doch von dem komischen Gesicht her, ne? Und dann nicht, ne? Da ist so ein Gang. Da war ich tatsächlich, glaube ich, gar nicht drin. Ja, hallo. Ja, das ist doch besser. Hier erwartet uns nämlich kein Bär, der uns ans Leder will. Oder? Ich nehme mal Medipack, ja. Schon wieder die gute Taste. Aber so seht ihr wenigstens immer wieder die alte Grafik, ne? Komm, ich nehme mal ein großes.
Und speicher auch nochmal, denn sicher ist sicher, meine Freunde. Wie gefällt euch das Spiel denn? Also die neue Grafik. Findet ihr das auch so toll wie ich? Wir sind tatsächlich, glaube ich, im gleichen Raum, ne? Kann der uns erreichen von dort aus? Sind wir im gleichen Raum? Warum ist der auf einmal unten? Ist da eine Treppe oder so? Kann der echt hier die Ebenen wechseln? Das ist ein Portable Bär. Ein Portbär. Ja, Bärchen, das musst du leider sein. Ich hoffe, in deinem nächsten Leben hast du ein schöneres Dasein. Ah, okay. Da unten wird das Objekt, was wir schon gefunden haben, eingefügt. Da ist die Tür aufgegangen. Aber ich möchte mich hier noch ein bisschen umschauen und so. Da kommen wir nicht durch. Da kommen wir tatsächlich nicht durch. Kann ich von hier aus dorthin springen? Nee. Es ist Tatsache. Zu weit. Tatsächlich nicht Tatsache. Liegt hier irgendwas? Liegt hier etwas Schönes? Aber wir kommen hier hoch. Denke ich. Die Seite. Ja, okay, das ist halt Tomb Raider, ne? Man weiß halt nie, wo die Gänge hinführen, vor allem, wenn man sich nicht auskennt. Aber da ist ein Secret. Das sieht aber irgendwie verdächtig nach Falle aus. Komischerweise. Ah, ich speichere lieber vorher, bevor ich mich da runterfallen lasse. Es ist auch sehr viel mit Erkunden, ne? Dieses Spiel. Dass man wirklich auch manchmal einfach die falschen Wege laufen muss. Ah, nee, doch nicht. Kein... Naja, wir kommen aber so wieder zurück, hoffentlich. Keine Falle. Hier ist noch ein bisschen Muni. Schon wieder diese Affengesichter in der Wand. Ich bin nur von Äffchen umgeben. Mit diese Affen überall. So, hier ist ein Schalter. Das sah gerade so aus, als könnte man da noch... Ja, nein, kann man aber Tatsache nicht. Warum sage ich heute immer Tatsache? Das heißt doch tatsächlich. Ich weiß nicht. Oh, die Fallen sind stehen geblieben. Supi. Ja, das ist ja mal cool. Nein, ich schwinge mich gerade in die... Doch, es ist die richtige Richtung. Ich dachte gerade, es wäre die falsche Seite, aber nein, es ist doch nicht. So. War ich hier unten schon? Ich glaube schon, ne? Oh. Hier ist etwas, was so verdächtig aussieht. Nein, da konnte man nur nach oben. Ich habe erst gedacht, das wäre so ein Block, den man verschieben könnte. Ja. Es ist alles gut. Es ist völlig normal. Ein Tomb Raider. Oder ich spiele einfach nur schlecht. Naja, Hauptsache ich habe Spaß. Ah, okay. Ich muss tatsächlich hier erstmal den Götzen reinstecken. Genau. Klack. Und schon kommen wir weiter. Aber erstmal speichern. Oh, das war's schon. Das war das Level. Ja, ich habe schon wieder ein Secret verpasst. Naja, das ist halt dann einfach so. Ich habe es ja auch direkt gesagt. Ja, ich bin jetzt kein Tomb Raider 1 Pro. Ich kenne die ganzen Plätze von den Secrets nicht. Ich habe auch jetzt keine Lust, da nachzuschauen, wo die alle sind. Dafür bin ich zu faul. Deswegen, ja, Hauptsache ich bin durch. 31 Minuten, 49 Sekunden. Das geht ja eigentlich. Na, immerhin. 11 erreicht von 13. Ich meine, schlimm wäre es, wenn wir jetzt nur 3 hätten von 13, ne? Aber okay. Ja, ab ins nächste Level. Ins nächste Level. Wo sind wir jetzt überhaupt? Das verlorene Tal. Ich kann mich erinnern. Mhm. Dinosaurier. Dinos erwarten uns hier. Ja, ehrlich. Wasser. Hier ist ein Fluss. Der sich aber gar nicht bewegt.
aber trotzdem so rauscht, als wäre es ein rauschender Fluss. Okay, erstmal Lagecheck. Mhm, da geht's runter. Da könnte man da oben hin. Da sehe ich einen Wolf. Okay, die Wölfe sind auch schon wieder auf meiner Fährte. Wo ich dringe ja in ihr Revier ein, ja. Erstmal schön langsam hier hingehen. Ah ja. Ich glaube, es ist... Ah, hat er uns schon gesehen. Er guckt in unsere Richtung. Können wir uns... Können wir die schon von hier aus töten? Ach nein. Ich mach dir jetzt noch nicht das Leben zur Hölle. Erst später. So, ich werde erstmal gucken, ob es hier vielleicht irgendwas zum Finden gibt. Bevor ich da irgendwo runterhüpfe. Speichern. Denn speichern ist wichtig. Gut, da kommen wir... Der Himmel, ne? Früher gab es hier nichts. Seht ihr? Kein Loch zum Durchgucken. Man konnte nicht den Himmel sehen. Und so sah das Wasser aus, ne? Es sah wenigstens so aus, als würde es fließen. Aber so... nicht. Naja. Es sieht so aus, als wäre da irgendwie was versteckt. Da hinten sehe ich auch eine Brücke. Mhm. Dann wollen wir mal gucken, was da drüben ist. Ja. Und. Nein, 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 nein. Auftauchen. Nein. Was soll ich? Hui. Sie schreit gar nicht so schön im zweiten Teil. Da schreit sie so richtig so. Ah! Sah gerade so aus, als wäre da irgendwas. Wo kann ich mich denn hier hochziehen, ohne dass ihr mich gleich frisst? Ohne dass ihr mich erreichen könnt, denn ich bin ein Schisser, ich muss aus der Distanz töten. Ich bin Lerner. Ich töte aus Distanz und bleibe auch auf Distanz. Auch wenn ich Leute mag. Weil ich kompliziert bin. Na, na. Na, 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 na. Könnte man hier irgendwo noch hintauchen? Gab es hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Da liegt da was. Immer überprüfen. Alles überprüfen. Ich hoffe, wir kommen wieder an den Anfang zurück. Es wäre jetzt schlecht, wenn nicht. Das sieht so aus, als könnte man da auch irgendwo drauf hüpfen. Ich komme hier wieder zurück. Das sieht nämlich so aus, aber ich könnte mich auch täuschen, ne? Das ist, wie gesagt, immer so ein Ausprobieren. Aber es könnte... Ja, doch! Doch! Hier kommen wir wieder zurück. Nein! Ach, Mann. Sind wieder hier. Juhu! Da oben ist auch was, aber kommen wir von hier aus dorthin? Ich bezweifle es, aber ich werde es mal versuchen. Ich werde vorher speichern. Nein. Okay, laden. Wieder laden. Okay, das ganze Spiel besteht nur aus Speichern und Laden und Laden und Speichern. Und dann... Ich glaube, ein einfacher Sprung reicht auch, aber... Nur bei dem einen Sprung darf ich nicht zu weit gehen, weil sonst stoße ich wieder hier mit dem Kopf gegen hier da die Wand. Und das ist natürlich nicht so schlau. Ne? Ich glaube, ich muss auch hier ein bisschen schräger stehen, damit ich darüber komme. Sagte sie und failte. Ah, jetzt wird ein Schuh drum. Und so zerbröselt der Keks. Weisheiten des Tages. Das sollte ja jetzt nicht so schwer sein. Dann da oben hoch. Dann da oben hoch. Mit einem einfachen Sprung. So, kurz checken, was hier so ist. Da ist eine Brücke, da kommt man rüber, aber ich komme...
Würde ich von dort aus da oben rüberkommen und dann da oben? Ich glaube tatsächlich ja. Müssen wir mal ausprobieren. Hallo? Jemand hier? Jemand zu Hause? Sieht nicht so aus. Keiner da? Oder doch? Keiner da? Keiner zu Hause? Wundert mich irgendwie. Ah, jetzt kommen wir dahin. Okay, Zahnräder. Das erinnert mich an Anniversary. Tomb Raider Anniversary. Das ist ja quasi das Remake von Tomb Raider 1 Anniversary. Da gab es das ja, ne? Also das hier ist ja nur ein Remaster. Also nur mit neuerer Grafik. Ja gut. Ich glaube, hier können wir auch noch nichts machen. Also wir müssen erstmal die Zahnräder finden. Und dann geht's auch dann weiter. Also, man kann ja nichts machen, weil es funktioniert einfach nicht. Da seht ihr. Es fehlen einfach die fehlenden Zahnrädchen. Gut. Dann weiß ich ja Bescheid. Wo muss ich jetzt hin, ne? Das ist so eine andere Frage. Das ist eine Frage, die mich gerade beschäftigt. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Was ergibt Sinn? Es ergibt keinen Sinn. Die Antwort auf die... Komm ich da nicht irgendwie rüber schon? Warte mal, wenn ich doch hier oben... Nein! Ich doch hier oben stehe. Ja. Ah, warum dreht sie sich denn immer? Warum drehst du dich? Oh! Das hat funktioniert. Ah, die Schrotflinte. Ja, endlich. Geil. Da ist sie. Erstmal speichern. Die ist nämlich auch wichtig. Die Skelette sind jetzt auch schön 3D. Übrigens. Die sahen vorher so aus. Erinnert mich ein bisschen an Minecraft, weil die halt so kantig sind und... Ja. Jetzt sind sie schön 3D. Oh, schön. Ein schönes Skelett. Oder gehe ich hier einen völlig falschen Weg? Oh! Ja, ich hätte es mir auch einfach machen können, ne? Tja, warum einfach, wenn es auch schwer wird? So ist das Leben. Man macht sich zu oft zu schwer. Also, müssen hier runter. Okay, ich frage mich, wo geht's denn hier lang? Habe ich hier irgendetwas übersprungen? Das sieht so nach Gegner aus. Ich speichere mal kurz. Weil immerhin, wir haben ja jetzt hier die Knarre. Nein, das ist die falsche. Hier die Schrot. Nein, bitte kein Gegner. Bitte kein Gegner. Wo geht's denn hier hin? Bin ich hier überhaupt richtig? Habe ich hier aus Versehen jetzt das Level übersprungen oder so? Ich dachte, das ist das verlorene Tal. Wo komme ich denn endlich mal hin? Wann komme ich denn hier endlich mal an die frische Luft? Leute. Sieht da nicht mal so aus, als würde ich hier irgendwo hinkommen. Ja. Das war's, Freunde. Das verlorene Tal. Ich werde nie dorthin kommen. Das ist jetzt Let's Play Ende. Aber immerhin haben wir die Schrot gefunden, ne? Wir haben die Schrot gefunden, also wird das schon seine Richtigkeit haben. Kann ich hier reinhüpfen, ohne dass ich hier transportiert werde? Natürlich nicht.
Naja, gut. Ich glaube, das war der Eingang zum Tal. Einfach hier über die Felsen drüber. 10 Jahre später. Ah! Na! Wolf. Jetzt sind wir natürlich wieder in der falschen Richtung. Mhm. Da geht's doch auch irgendwo hin. Mira. Nein! Ich verstehe sie manchmal nicht. Sie springt manchmal rechts und links, obwohl ich da eigentlich gar nicht hin wollte. Das ist halt mal wieder typisch. Kommen wir dann nur wieder irgendwo hin, wo wir schon waren? Nein, da war ich tatsächlich noch nicht. Ein Medipack. Okay. Da geht's nach draußen. Aber will ich da tatsächlich schon hin? War das schon der richtige Weg? Kurz mal was checken. Ich glaube, das ist schon der richtige Weg, oder? Da ging es kein... Doch, da ging es rechts rum. Aber ich glaube, das war jetzt der komplizierte Weg, um dorthin zu kommen. Und das andere ist halt der normale Weg mit Wölfen. Eigentlich könnte ich den ja auslassen. Die. Naja, mache ich jetzt nicht. Das war jetzt sehr galant gelöst. Nicht? Naja, Hauptsache tot. Aber ich glaube, das war tatsächlich hier schon der richtige Weg. Ja, ich denke schon. Das sieht nämlich so verdächtig danach aus. Erstmal speichern. Den Fortschritt. Ah, Velociraptoren. Puh, die sehen auch besser aus. Herzlich willkommen zu Jurassic World. Das verlorene Tal, ja. Hier gibt es wirklich Dinosaurier. Und T-Rex müsste hier auch irgendwo rumlaufen. Und hier gibt es sehr viele Sachen. Aber ich werde jetzt an dieser Stelle erstmal eine kleine Aufnahmepause machen, denn ich nehme schon über eine Stunde auf. Und ich merke so langsam, ich kriege irgendwie Kopfschmerzen, ja, vom zu lange Sitzen und keine Ahnung. Deswegen eine kleine Unterbrechung.